Ja, das ist alles Quatsch. Ich weiß, das ist totaler Quatsch. Ich glaube nur, dass es da ich sage ja auch, ich bin da nicht alleine. Ja. Und ich denke, ich habe jetzt auch natürlich mit vielen Leuten mittlerweile wirklich Kontakt gehabt und alle sind plötzlich dran und fragen sich, wieso ich, ja? Mhm. Und das ist eine Frage, die stelle ich mir jetzt auch nicht mehr. Aber am Anfang habe ich mich das auch gefragt. Aber sie taucht in dem Buch immer wieder auf zunächst, ja, ne? Klar, weil sie mich immer wieder zerreißt und weil ich immer wieder sage, wo ist dieser Punkt gewesen, nicht? Das ist nicht, weil ich sage, aber warum so viele, nicht? Wenn man guckt in Europa, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, Christoph, aber jeder Dritte, glaube ich, trägt einen Krebs in sich, ja, und bekommt ihn auch. Eben. Warum ich nicht? So ich, warum ich nicht, ist vielleicht die andere Fragestellung. Ja, ja, genau. Ja? Also man findet ja viele Menschen auf dem Weg, sicherlich, die in ähnlichen Situationen sind. Aber lass noch mal beim Vater bleiben. Also ich weiß, wir haben früher mal darüber gesprochen, Vater hat Sie eigentlich immer früh unterstützt. Als 12-Jähriger so in Mühlheim an der Ruhr Regiepläne gehabt, Filmpläne gehabt. Und der Vater stand ja nicht dagegen. Nee. Sondern war jemand, hey, der hat eine Idee, mein Kleiner, und den unterstütze ich da. Warum hat das dann trotzdem so einen Groll hervorgerufen? Über 10 Jahre bin ich dann immer nach Hause gefahren und ich habe, weil meine Eltern wollten 6 Kinder haben und die haben aber eben keine 6 Kinder bekommen und nach 9 Jahren bin ich gekommen und jetzt danach kam wieder nichts. Ja. Meine Mutter war Kinderkrankenschwester und ich denke mal, da war schon zu Hause so ein bisschen der Druck, wo bleiben die anderen 5 Kinder, und ich glaube, ich habe teilweise die mitgespielt, also von Christiane bis Michael, ja, da war einiges, alles in Christoph. Einige Programme durchgespielt, ja. Und von daher kam dann auch so ein Druck jetzt, wo man älter wurde, ich wollte nach Hause und ich wollte meine Eltern haben wie früher, die eigentlich glücklich sind, die in Urlaub fahren, die auch Spaß haben, aber ich hatte Eltern, die eigentlich depressiv waren. Vater, der bei jeder Frage, wie geht's dir, immer sagte, unverändert. Und da wäre selbst Brecht verrückt geworden, ja. Also das habe ich ausgehalten. Eine Generation, die darauf nicht so antworten kann. Kann ich ja nicht wissen. Ja. Ich habe das einfach so erlebt und ich habe dann bei meinen Eltern gedacht, das kann ich jetzt nicht akzeptieren, und habe ihnen immer serviert, Christoph ist erfolgreich, Christoph ist unterwegs, und dann macht er jetzt Bayreuth, da waren sie auch mal kurz ganz zufrieden. Da kamen wir gleich. Als der Passivball kam, waren die Eltern zufrieden. Ja, da waren die Nachbarn gleich wieder da und meinten, ja, aber der hat ja mit der Katharina wohl was gehabt, deshalb ist das ja gemauschelt. Ich habe nichts mit Katharina gehabt. Es gab immer bösartigste Katharina Wagner Leute. Für alle, die irgendwo nicht irgendwie in Bayreuth zu Hause sind. So. Ja, also das waren immer so auch bösartige Leute im Umfeld. Ich habe ja auch einiges dafür getan. Immer wenn ein Projekt gut war, wie der Container bei den Wiener Festwochen damals gegen die FPÖ, da haben mich alle sehr, sehr gemocht danach. Ja. Da habe ich danach U3000 eine Serie in der U-Bahn gemacht. Sie war versaut, die war blutig, die war schreien. Das klingt jetzt so, Christoph, als wenn es irgendwie für Sie wichtig gewesen wäre, da auch Anerkennung und Liebe aus allen Ecken zu bekommen. Ja, klar. Aber so war doch die Kunst nicht angelegt. Geht ja auch nicht, nein. Aber es ist ja ein Irrwitz, dass ich das so gesehen habe. Ich habe wirklich, ich habe ja sogar teilweise gedacht, ich pinkel dem vor die Tür, das wird der mögen. Ja. Also es ist, so ungefähr ist es ja gelaufen. Das ist ja Quatsch. Ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, ich muss da jetzt, ich bin jetzt da drauf natürlich gegen die Wand und ich habe da viel jetzt Gedanken gehabt, und das ist aber auch was Tolles wieder, weil ich sage, das ist ja auch in gewisser Weise wieder ein Schritt in ein neues Denken. Das habe ich letzten Endes jetzt auch geschenkt bekommen. Ja, ja, was ist anders? Was sehen Sie jetzt anders? Ich sehe einfach anders auf Leute. Ich sehe mich nicht mehr unbedingt in jeder, das ist die einzige Talkshow, wo ich hingehe. Ja, ich habe sonst, früher wäre ich jetzt in 6 gewesen wahrscheinlich. Und dass da viel darüber berichtet wird, habe ich nicht organisiert. Passiert jetzt komischerweise automatisch. Aber ich hätte sehr viele oberflächliche Themen genommen, irgendwas, und hätte wieder was fabriziert. Und ein Ding war mir dann ganz wichtig, und da habe ich dann wirklich für geblutet und das auch wirklich 1-2 Jahre durchgezogen. Da habe ich auch Nerven gelassen, ja. Aber dieser Halligalli-Christoph von früher, dieser Unstillbare, der immer raus wollte, immer wahrgenommen werden wollte, der ist weg jetzt. Ja, der ist natürlich in der Form weg, weil er, ich habe jetzt einfach eine andere Schnelligkeit. Mhm. Ich habe auch gemerkt, wie viel Energie andere aufbringen, wenn ich in ein Café gehe. Die Zeitung wird geblättert, da wird noch Kaffee, dann hier, das Winken vorne, der Stuhl, das muss nach vorne sein, man muss hinten sitzen, vorne, rechts. Das ist ein Wahnsinn an Energie, die der Mensch besitzt. Ja? Und die Hälfte würde wahrscheinlich schon reichen. Und das ist ja für mich jetzt so, ich bin froh, wenn ich da sitzen kann. Und das lerne ich beim Inszenieren, es ist auch viel besser fürs Inszenieren. Die Entdeckung des Normalen, des anderen Tempos. Ja, das, wie der Adorno sagt, der Kaktus auf seinem Flügel, das ist eigentlich das Tollste in seinem Leben, das Normalste überhaupt. Ja. Und das empfinde ich auch so. Mit meiner Freundin einfach nur da sein oder einen Freund treffen, auch beim Inszenieren, nicht gleich auf die Bühne und alle anrütteln und rumbrüllen. Ist diese Krankheit eine Vollbremsung des eigenen Lebens geworden? Das ist es auf alle Fälle, aber mit jetzt plötzligem, ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die Leute in gewisser Weise natürlich auf die Arbeit schauen, weil sie jetzt denken, was ist denn da los, wieso macht er das? Und sehen Parallelen zu früher, und ich sehe es auch als Aufgabe, dass man, wenn man sowas erlebt, darüber berichtet. Ich kann mir auch Leute vorstellen, die sagen, weil Sie Kunst und Leben nie getrennt haben. Ja, ich konnte das auch nicht.
Ich konnte das. Ich habe seit Kind angefangen, mit Super 8 rumzuhantieren. Mhm. Für mich gehörte das immer extrem. Alles war eigentlich dann Film oder eine Inszenierung oder auch es war auch wieder harte Realität. Und es gehört für mich zusammen. Der erweiterte Kunstbegriff ist nichts Neues. Ja. Ja, das andere ist ja trotzdem dieses gesehen, geliebt, anerkannt, berührt zu werden. Da gibt es so einen Satz im Buch, vor allem habe ich das Bedürfnis zu wissen, welches die Momente waren, durch die ich Leute berührt habe. Warum ist Ihnen das jetzt auf einmal wichtig? Ich habe immer in der Arbeit gedacht, wo ist der Punkt, wo man das, also genau, ja. Wie bringe ich es auf den Punkt? Was ist wirklich dieses, ich bin nun mal eben sehr christlich erzogen worden und ich möchte gerne, dass andere Leute von mir profitieren. Mir hat man sehr oft vorgeworfen, ich mache es nur für mich, das war nicht der Fall. Mhm. Ich habe es natürlich durch mich laufen lassen, das ist aber in der Kunst auch gang und gäbe, dass man ja erstmal auch für sich da was spüren muss. Und wenn man das durch sich laufen lässt, dann erwarte ich ja auch von einem Künstler, dass er eine Haftung für sich übernimmt. Und das habe ich auch gemacht. Das, da waren dann die Schmerzen. Ja? Aber es ist so, dass ich diese Arbeiten immer wieder sehr ernsthaft betrieben habe und wollte aber wissen, wie man da auch einer Gesellschaft mithilft. Also das heißt, wie man anderen Menschen irgendwie weiterhilft. Ich habe die Partei gehabt, Chance 2000. Es war eine Partei der Minderheiten, die Mehrheit hatten, meiner Meinung nach, und auch immer noch haben. Und, wer hat Ihnen jetzt geholfen am meisten in der Situation? Also am allermeisten hat mir wirklich Aino geholfen, meine Freundin, also meine Verlobte jetzt. Ich habe gleich auch schon gesagt zu ihr, ich will jetzt nicht mit dir zusammenbleiben, ich ziehe das alleine durch. Das war süß. Super. Ist wirklich eine ganz tolle. Und die hat, nach 4 Wochen habe ich ihr gesagt, sie soll jetzt... Theater und ja, sie hat bei Robert, sie hat auch Wien gemacht. Ja, sie ist echt super. Und ich habe dann eben zu ihr gesagt, so, jetzt musst du gehen, ich mache das jetzt alleine. Das war so mein Aufblähen. Ja, Zeit im Krankenhaus. Ja, ich ziehe das jetzt durch und das ist ja alles hier, das ist eine Männersache so ungefähr. Also das kommt mir ja jetzt schon wieder so bescheuert vor und sie ist aber nicht gegangen. Sie ist geblieben, sagt, ich gehe nicht. Warum soll ich jetzt gehen? Bist du bescheuert? Was soll denn das? Und diese Auseinandersetzung, auch über Religion mit ihr zu reden, weil sie hat jetzt nicht so diesen katholischen Drall wie ich da, überall was zu vermuten oder darüber nachzudenken, das war reinigend, das war unheimlich klärend. Hat sie Angst genommen in irgendeiner Form? Sehr. Weil das Thema Sterben ist ja automatisch da bei so einer Krankheit. Ich habe wahnsinnige Angst natürlich, wenn es schief laufen würde und man muss dann irgendwann alleine in diesen Tunnel eintreten. Mhm. Das stelle ich mir eigentlich als eine ziemlich, also man muss mit sich im Reinen sein, das hört man ja auch immer. Mhm. Ab wann bin ich das? Wie sehr kann ich mir auch selber den Frieden geben? Ja. Sie kann mir Frieden geben, aber ist die Trennung von ihr, kann ich fast nicht begreifen. Also, dass ich sage, ich liebe wirklich dieses Leben. Ich finde, wir können hier alles machen. Wir können hier so viele Dinge auf den Weg bringen. Und wir machen es nicht, ja, weil wir einfach uns nur um diese Form der Selbstdarstellung kümmern, von der ich auch wirklich Ahnung habe. Und da muss man hier mit toben und da muss man das noch dran kleben und da noch sagen. Und ist dieses Besessene jetzt weg? Also von der Selbstdarstellung? Die Arbeit lässt mich nicht los. Also ich meine, wenn ich eine Arbeit annehme, dann ziehe ich die durch. Das habe ich auch immer bewiesen. Und das geht dann auch wirklich manchmal bei den Häusern ziemlich hart. Also Bayreuth hat mich nicht umsonst da gehasst. Aber das ist auch gut gewesen, weil jetzt ist ja einiges da Neues passiert. Das geht nur, weil ich das wirklich mit meinem Team auch gemacht habe. Ich habe ein super, super gutes Team, das mir auch in der Zeit geholfen hat. Ohne Freunde geht das nicht. Mhm. Und ohne Freunde, die auch durchhalten, Freunde, die mit am Telefon bleiben. Jörg van der Horst ist ein Freund von mir gewesen, der hat jeden Tag mit mir telefoniert, obwohl der selber auch einen Beruf hatte und 2 Kinder. Ja? Ja.